Hi und willkommen zu Call of Duty 6 Modern Warfare 2. Ja, ich zeige euch dieses Video, weil, es hat zwei bestimmte Gründe. Und zwar, einmal hat Max FPS ein Video über Skills in Computerspielen gemacht. Das kann ich euch auch nochmal verlinken. Obwohl es eigentlich nicht nötig ist, denn er hat 20.000 Abonnenten. Ich habe 5 Abonnenten. Jedenfalls hat er ein Video gemacht, Skills in Computerspielen. Warum man gut ist, wie man gut ist und ja, was man eigentlich genau als Skill bezeichnet. Und dazu passt eigentlich ziemlich dieses Gameplay. Deshalb spiele ich das euch währenddessen ab. Darauf will ich aber nicht genauer eingehen. Das ist einfach nur ein Gun-Game auf Scrapyard. Die KD ist halbwegs okay. Ich habe zwar nicht die Über-KD, aber ich finde, solange die KD über 1,0 ist und man vielleicht auch noch Erster ist, kann man das Game als gut bezeichnen. Also solange man mehr Kills hat als Tode, ist das Spiel schon halbwegs okay. Und wenn man dann noch Erster ist, ist es gut. Ja, das ist schon mal der erste Punkt zu Skill, denn Skill ist nicht nur die KD, die am Ende rauskommt. Stellt euch mal vor, ihr spielt irgendwie einen teambasierten Modus, der Flaggen erobern ist oder Demolition, Bomben legen, irgendwas. Da könnt ihr die meisten Kills haben, ihr könnt trotzdem verlieren, wenn ihr keine Bombe lädt, keine Flaggen erobert, nichts. Also Skill ist nicht nur so viele Kills wie möglich zu haben. Ja, dann habe ich mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich euch so erzählen will zu Skills. Und zwar geht es einmal die Schnelligkeit. Also Schnelligkeit ist hier gemeint als Reaktionsschnelligkeit. Das kann man sich zwar auch antrainieren durch Shooter, aber eigentlich hat man die schon ein bisschen. Es kommt halt darauf an, wie schnell man, wenn ein Gegner auf einen schießt, wie schnell man sich umdrehen kann, wie schnell man dann die linke Maustaste drücken kann. Und das ist dann auch schon der nächste Punkt, wie schnell kann man sich überhaupt umdrehen. Denn der PC spielt dann eine ziemlich große Rolle, an den Konsolen nicht so, aber stellt euch mal vor, ihr habt einen richtig schlechten PC. Ich spiele COD 6, jemand schießt euch von hinten an und ihr denkt euch, drehe ich mich mal um. Ja, bei dem Geruckel, das ihr auf eurem PC habt, seid ihr schon tot, bevor ihr euch überhaupt umgedreht habt. Als Beispiel, mein PC, der ist jetzt nicht der Überskiller-PC, aber ja, in COD habe ich so 250 Frames maximal. Und das hilft einem schon ziemlich. Man hat einfach richtig flüssige Bewegungsabläufe. Und die Frames gehen halt nicht unter 150. Und ja, wenn man jetzt gegen einen mit 30 spielt, der kann sich einfach gar nicht so schnell umdrehen. Da gibt es auch noch ein Video von Max, das kann ich auch nochmal verlinken. Da hat er es genau erklärt mit Frames pro Sekunde, Lag, Ping und so weiter. Also für Leute, die es nicht wissen, ist mal gut da reinzuschauen. Max macht echt gute Videos. Der nächste Punkt zum Skill ist Map-Kenntnis. Das gilt nicht nur für Online-Shooter, sondern auch für Rollenspiele, Online-Rollenspiele und Strategiespiele. Ich meine, stellt euch mal vor, es gibt da richtige Clan Wars. Clan ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es gibt ja richtige ESL-Matches bei StarCraft 2 zum Beispiel. Und wer da die Map nicht kennt, der hat übelst verkackt. Es sind ja keine zufallsgenerierten Maps in StarCraft, sondern es sind ja vorgegebene Maps. Und wenn man die nicht kennt, kann man nichts anderes als verlieren. Denn auf den Maps in StarCraft, genauso wie in COD, gibt es halt Spawnpunkte, bestimmte Bereiche, die man sichern sollte. Und besondere Areale, auf die man aufpassen sollte. Kann man auch das Beispiel League of Legends nehmen, da gibt es zwar nur zwei Maps, und die eine wird aber meistens nur gespielt. Ja, da muss man die Map muss man auch kennen, man muss wissen, wo sich Leute im Gras verstecken können und so weiter. Also, Map-Kenntnis ist ein großer, wichtiger Punkt, der nicht nur in Online-Shootern geht. Ja, und dann die Bewegungsabläufe. Man muss nicht nur reaktionsschnell sein, man muss auch wissen, was man machen muss. Stellt euch mal vor, ein Gegner schießt euch wieder von hinten an. Gleiches Beispiel, anderer Punkt. Und zwar, was mache ich denn, wenn mich ein Gegner von hinten anschießt? Renne ich weiter geradeaus? Lege ich mich hin? Drehe ich mich direkt um? Oder lege ich mich hin und versuche einen Dropshot? Ist die Frage. Man muss die Situation einschätzen können. Und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt. Skill ist quasi ein Zusammenspiel von den Punkten, die ich gerade genannt habe, und einem bestimmten Gefühl. Man muss eine Ahnung dafür haben, was der Gegner als nächstes macht und wo die Gegner sein könnten. Das ist nicht nur die Reaktionsschnelligkeit oder oben links die Minimap als Beispiel. Man muss halt während des Spielgeschehens auch auf die Minimap achten. Ich kenne Spieler, die einfach nur sich auf ihren Charakter fokussieren, durch die Map rennen und sich dann irgendwie abknallen lassen, weil die halt keine Ahnung haben, wo die Gegner sind. Man muss also quasi auch multitaskingfähig sein, um Skill zu haben. Ja, das war auch schon meine kleine Philosophie über Skill. Max hat ja in seinem Video schon ziemlich viel erzählt über Skill und ich dachte mir einfach, dass ich mal dieses Video als Ergänzung mache, um die mir wichtigen Punkte noch zu ergänzen.
Ich verlinke seinen Kanal und sein Video noch in der Videobeschreibung und werde das Video wahrscheinlich auch als Videoantwort auf seinem Kanal posten. Ja, danke fürs Zuschauen und bis in meinem nächsten Video. Ciao.